Theo, der Favorit, der 17:10 Favorit. Alle Startler und der Start ist erfolgt. Zum dritten Rennen in den Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall. 2000 Meter die Distanz. Shortcut galoppiert an der Spitze aus Nagosteo an der Innenseite Atreju. Das sind die ersten drei. Dahinter sieht man dann Shining Rules in vierter Position vor McClam und Lynx am Ende des Feldes Arabian Dreamer. So biegt das Feld in den ersten Bogen hinein. Atreju übernimmt die Initiative. Dahinter Shortcut außen an der Innenseite Shining Rules vor Agosteo. Dann links mit an der Außenseite McClam und Arabian Dreamer am Ende des dicht geschlossenen Feldes. Es geht in die Gegenseite hinein. Atreju zeigt den Weg auch auf den Mittelpunkt der Gegenseite zu mit Stephen Helene an Bord. Dahinter sieht man dann Short Cup in den Ullmann-Farben mit Philipp Minerik, dem zweimaligen deutschen Champion. Dann sieht man Shining Rules an der Innenseite mit Andra Starke, dem siebenmaligen deutschen Meister, vor Agosteo, dem Favoriten in den schwarz-grünen Reckendorf-Farben. Dahinter dann links mit außen McClam am Ende des Feldes, da ist jetzt Arabian Dreamer. Die Pferde am Übergang unter der unveränderten Führung von Atreju. Atreju, der Gast aus Köln, weiter an der Spitze. Dahinter dann der Bergheimer Gast Shortcut an der Innenseite Shining Rules mit Agosteo. Lynx kann etwas aufrücken. Dahinter dann McClam mit Arabian Dreamer am Ende des Feldes. Aber alles in dicht geschlossener, kompakter Formation. Galoppiert jetzt durch den Schlussbogen Atreju. Atreju mit Stephen Helene, die haben weiterhin alles unter Kontrolle vor. Shortcut durch den Scheitelpunkt geht es jetzt. Dahinter dann Shining Rules mit Agosteo, der jetzt an der Seite von Shining Rules aufwarten kann. Dann jetzt der zweite Teil des Feldes mit McClam mit links und am Ende des Feldes Arabian Dreamer. Jetzt geht es in einen Einlauf hinein und Stephen Helene, der rührt sich jetzt auf Atreju. Stephen Helene und Atreju weiter an der Spitze. Aber jetzt kommt der Vorstoß von Agosteo in der Bahnmitte. Sehr kraftvoll Agosteo. Shortcut lässt sich noch nicht geschlagen geben und an der Innenseite auch Atreju mit Shining Rules, aber breite Phalanx jetzt hier, Agosteo, Agosteo mit Atreju, Atreju, Agosteo, ganz an der Außenseite Arabian Dreamer und ganz an der Innenkante ist dann auch Shining Rules mit Atreju, Shining Rules und Shining Rules kommt nach Hause und gewinnt, so habe ich es zumindest gesehen, vor Atreju, dann Agosteo auf dem dritten Platz, dahinter sah man dann Arabian Dreamer mit Shortcut, McClam und Lynx.